Sturzkontrolle. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal so einen Pfeil mitnehmen. Großer Seelenpfeil. Mächtiger als schwerer Seelenpfeil schießt einen noch stärkeren Seelenpfeil. So, machen wir es erstmal so. Und jetzt reisen wir nochmal dort in dieses DLC-Gebiet. Wieso können wir uns da nicht hin teleportieren? Wir haben uns doch da unten ausgeruht gehabt. An diesem einen Lagerfeuer. Aber das finde ich jetzt merkwürdig. Wieso können wir uns da nicht hin teleportieren? Weil da Monster sind oder was? Reisen? Das ist doch da unten im Wasser gewesen, das eine Leuchtfeuer. Naja. Kann man nichts machen. So, dann wollen wir jetzt hier nochmal runter. La 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 la. Okay. Auf. Also ich muss mal sagen, im ersten Teil war Havels Rüstung die stärkste Rüstung. Also wenn es um physischen Schaden geht. So, die gute Frau, die hat ja auch, also gegen die wir jetzt kämpfen müssen, die hat ja auch Damage gemacht. Nicht unbedingt nur physischen Damage, sondern auch gezaubert hat sie ja auch gecastet. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Rüstung jetzt die beste Wahl war. Aber nehmen wir sie einfach mal jetzt so an. Ich würde gerne mal wissen, wie dieser Zauber funktioniert. Sturzkontrolle. Ob man dann jegliche Sprünge runterspringen kann, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Das würde mich echt mal sehr interessieren. So, soll ich jetzt, wo soll ich denn jetzt hier am besten hinspringen? Ah, am besten hier, wa? So. Oh, hier waren wir noch nicht. Hexerei-Urne. Na, super. Bam! Okay. Yes, das hätten wir. So, okay, wo müssen wir jetzt lang? Jetzt müssen wir hier am besten runter. Genau, hier runter, dann dort mal kurz rüber. Dann jetzt hier rüber? War es so oder war es jetzt hier nochmal kurz runter und dann rüber? Ah ne, hier runter, dann da rüber. Dann nochmal zurück. Dann hier runter. Hier. So, ich versuche jetzt einfach mal das Solo zu machen. Obwohl ich mir diesen Jugo... Bernhard von Jugo. Der ist jedenfalls ein angenehmer Zeitgenosse, würde ich mal so behaupten.
als diese andere Tante, die war einfach nur fail. So, hoffen wir mal aufs Beste, dass man es jetzt auf Second Try schafft. Also, ich kann meine Dingens da schon vergessen. What the hell? Okay, okay, das ist jetzt ist hier ein Kampf der Epischen. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht auf mich. Bernhard, der hält extrem viel aus, ja. Also dieser eine Move, der erinnert mich sehr stark an den Dunkelheits-Endboss. Meine Fresse. Nein, nein, nein. Okay, jetzt lass mich bitte. Komm mal hier kurz. Ja, dich kill. Jo, das hätten wir. Seele der Untergangskönigin Elana. Das war wirklich ziemlich einfach. Dafür, dass wir nur Mili auf die drauf klatschen konnten. Ui, jetzt hat sich das Bild hier aufgetan. Der Drache hat sich aufgetan. Jetzt können wir da auch reinlaufen. Wie schon gesagt, das fand ich ziemlich einfach. Und auch ein bisschen unspektakulär. Aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, du kriegst hier so viele Dingens in Arsch gejagt. So viel Zeug kriegst du hier in Arsch geballert. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Mist. So. Was sind das für Leute? Ist jetzt der nächste Boss? Ja, Hauptsache jetzt hier Boss an Boss an Boss an Boss machen, oder wie? Komm, warte, dann hole ich mir mal den Typen da. So. Okay, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ich würde sagen, ich habe ja Erfahrung durch Guild Wars 2 mit Altdrachen, aber das Ding hier.
das ist jetzt gerade ein bisschen, ja. Guck mal, jetzt muss ich nochmal kurz. Ich wollte gerade sagen, ja, ich muss mich mal kurz heilen. Kam der Typ überhaupt schon einmal dazu, hier Damage zu machen? Oh, was für ein epischer Kampf hier. Incoming! Woo! Incoming! Der hat voll das dicke Schwert bei sich da drinnen zu stecken. Das sieht richtig mies aus. Für ihn jetzt, also nicht für mich. Eieiei. Das ist ein mieser Strolch, ja? Macht hier überall seine Giftkacke. So nach der Hoffnung, dass wir dann irgendwann mal da reinlaufen. Achso, und ich habe ganz vergessen, ohne Intelligenz machen wir natürlich ja auch wesentlich weniger Schaden mit den Zaubern. Das ist neu. Das ist neu. Seit wann kann er das? Hui! Mann, Alter, der hat nicht nur... Aber den Schwanz kann man nicht abschlagen, ne? Bam! Da hast du geschluckt, Mann! Da hast du geschluckt! Jetzt hast du eine Beule! Jetzt hast du nur eine Beule! Eine kleine, dicke Beule! Ui. Guter Herr! Guter Herr! Mann! Du Elendiger! Huch! Ja, jetzt war mal... Warte, warte, warte. Jetzt müssen wir noch mal kurz auf das Tank gehen. Nein! Huch! Das war ja richtig mies. Ach, wie geil! Der ist, ich glaube, der Speer oder was auch immer, dass da in ihm drin steckt, das ist mit ihm verwachsen. Das steckt da schon seit Jahrhunderten drin. Ich glaube, das kann man auch nicht mehr operativ entfernen. Aber das war ja echt mal, keine Ahnung, lustig. Zauber verbrennen. Zaubereinstimmungen. So, machen wir das hier mal weg. Das können wir in die Tonne treten, das braucht man nicht. Da würde ich doch maximal sagen, lauernde Flamme, Wärme. Nee, lauernde Flamme nehme ich jetzt einfach mal mit. Oder Flammenschneise. Nee, lauernde Flamme, genau. Reisen braucht man nicht. So, wir wollen jetzt... Gibt es eigentlich eine Flammenwaffe? Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt persönlich nicht, ob es eine Dingensflamme gibt.
Wollen wir uns mal eine Drachenjäger am Brust bauen? Halt, Moment, das machen wir jetzt einfach mal spaßenshalber. Weil was können, yeah! Gegen was ist denn ein Drache sehr anfällig? Der spuckt Feuer und ist gegen Gift. Gift und Feuer bringt der. Über uns? Reparieren? Verstärken. Verstärken. Wir haben doch hier schon eine Armbrust auf Stufe 3 aufgewertet. Also die Grundarmbrust hat einen Wert von 145. So, die hat jetzt mittlerweile 188. So. Ah, jetzt fehlen uns Titanitbrocken. I'll be around to make it back. Titanitbrocken. Well. Ey, Mädel. Hast du vielleicht noch ein paar Titanitbrocken, die du los... Ja, werden möchtest? Ja. Visit me again. Leider reichen die wahrscheinlich nicht, wa? Verstärken. Verstärken, guter Herr. Verstärken wir mal ein bisschen. So, und zwar hier. Ach, Manno. Das ist doch nicht so schön. Plus 8. Jetzt hätten wir noch ein Mal upgraden müssen, und dann hätte es gepasst. Noch einmal. Dann hätten wir nämlich nur noch eine Titanitscholle investieren müssen, und dann hätte es gepasst. Wir haben zweierlei Möglichkeit. Einmal könnten wir hier nochmal unser Glück probieren. Und zum... Stand da gerade jemand, der da noch nicht sonst stand? Warte mal, ich muss da gleich nochmal zurück, aber... Große Titanitscherbe. Nee, das war es jetzt nicht. Schwerer Eisenbolzen. Ich mache jetzt einfach mal... So. Das passt. Also da haben wir schon mal ein bisschen was davon. So, jetzt überlege ich gerade. Wo war denn die eine Ziege da? Gerade nochmal hier. Da und... ja, da war's. Da hatten wir ja noch unsere Alternativ-Tusse. Die... Oh, wie hieß sie denn? Ja. Eine ganz wichtige. Auch eine Schmieden. Diese Rahmentante. Die halt ein bisschen gruselig aussah. So. Gegenstand kaufen. Ach Mist, die hatte sowas leider nicht. Schade. Aber Feuerbolzen dafür. Und hier auch nochmal die schwere Armbrust im Repertoire. Okay, handeln. Mal, die hat was Neues. Warte. Nee. Alte Drachentöter. Seele der Untergangskönigin Elana. Zornige Axt, eine aus der Seele von Elana, dem Kind der Finsternis geschmiedete Waffe. Schwere Angriffe entfalten ihre volle Wirkung. Als sich der Abgrund auflöste, wurden seine Bewohner im ganzen Reich versprengt. Als sie wieder Gestalt annahmen, deuteten sie damit die wahren Naturen der Menschen an. Yes. 275 Damage. Und ist eine helle Barde. Und man braucht Willenskraft dafür. Ja. Kann man auch mal anbieten, ne? So, brauchen wir nicht. Sprechen. Nee, brauchen wir nicht. Ornifex. 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 Yeah, yeah, yeah. Und ich habe meine ganze Hoffnung jetzt in Ornifex gelegt gehabt. Dass die gute Frau uns noch ein bisschen was verticken kann. Oder der gute Herr oder was auch immer es sein mag. So, ich bilde mir ein. Ich habe doch da hinten was... Nee, ich habe mich geirrt. Das waren nur Kisten. Ich dachte, da stand jemand. Aber es waren nur Kisten. Schade aber auch. Ich hätte es mir gegönnt, wenn da jemand gestanden hätte, den man nochmal befragen hätte können.